Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganschen. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem Informationsvideo. Ja, in dem Video möchte ich aber nur reden, darüber reden, was für Videos ich nächste Zeit rausbringen möchte, was so mein Plan ist oder was meine Ziele sind auf meinem Kanal. Und wie ihr wisst, habe ich halt die nächsten 2-3 Wochen so jetzt nicht so großartige Videos gemacht, eher gestreamt. Auch gestreamt habe ich auch ein bisschen weniger gemacht als sonst, lag auch ein bisschen wegen der Arbeit. Ich wollte auch gucken, ja, was ich so für Videos machen möchte, auf was ich Lust habe. Es dauert halt immer so ein bisschen, weil man kann so eine Entscheidung nicht nach ein paar Minuten fällen, sagen, yo, ich habe jetzt Bock, ein Jahr lang nur noch das zu machen. Das kann man nicht, man muss sich erstmal überlegen, ob das sinnvoll ist, dass man zum Beispiel von diesem Game ein ganzes Jahr oder noch länger ein Video macht. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ja, ich werde jetzt dann demnächst dann, also es fängt dann ab Montag an, World of Tanks Blitz und World of Tanks Videos zu machen. Also heißt, ich mache dann abwechselnd, ich bringe dann zum Beispiel am Montag World of Tanks Blitz Video raus. Es kommt dann mit World of Tanks Blitz Video. Da nehme ich dann immer die Videos auf die, also bei dem Video nehme ich dann die Panzer, auf die ihr Bock habt, in WoT Blitz. Da könnt ihr halt mir posten, dann nehme ich jetzt nicht nur einen, also mal, da schreiben, sagen wir 10 Leute, haben Puncherwunsch. Und dann sage ich so, okay, ich habe jetzt heute, kann ich ein 1-Stunde Video machen. Da kann ich circa 5 oder 6 Leute oder sogar 7 Leute deren Panzerwunsch nehmen. Aber dafür kann ich immer nur ein Match machen. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, kann ich die Videos länger oder mache ich sie kürzer. Je nachdem. Bei WoT ist es halt ein bisschen anders. Da werde ich dann einfach meine... Ja, da könnt ihr mir auch eigentlich eure Panzerwünsche mir sagen. Ja, wenn ihr irgendeinen Panzerwunsch habt, könnt ihr einfach schreiben. Ansonsten nehme ich einfach das, auf was ich Bock habe. Also sprich den 110er, dann den WZ-111GFT und dann noch halt den Panzer 58 Mods. Mit dem will ich halt den Meister, habe ich noch nicht geschaut, den Meister schaffen und 3 Erfolgsmarkierungen. Das ist mein Ziel, so wie beim T150 ist auch mein Ziel, 3 Erfolgsmarkierungen zu schaffen. Aber das dauert halt ein bisschen. Ich bin gerade bei knapp 92%, also fehlen mir noch 3,22%. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Ich war schon mal 94, irgendwas Prozent und dann war nur noch Absturz, weil ich nur noch gegen 8er kämpfen musste. Und deshalb wundert es euch nicht, warum ich da jetzt 24 Schuss Goldmunition nachgeladen habe, denn wenn ich gegen 8er kämpfe, lade ich direkt Gold, ist mir scheißegal, weil ich kann die Schwachstellen ausziehen, aber ich komme nicht immer durch und das ist halt madig. Man muss halt Damage machen und das ist sehr, sehr wichtig und deshalb habe ich da auch jetzt Gold drin. Also das ist auch der einzige Panzer. Wenn ich dann meine dritte Erfolgsmarkierung schaffe, dann tue ich Gold wieder raus. Wenn ich, sagen wir mal, gegen 6er kämpfe, nehme ich kein Gold. Gegen 7er nehme ich vielleicht gegen Uni Goldmunition. Bei den Rest komme ich eigentlich relativ gut durch. Oder vielleicht noch T29, aber sonst komme ich bei jedem eigentlich relativ gut durch. Kommt drauf an. Also nicht bei jedem nehme ich Gold. Genau. Ich habe es mir zum Beispiel heute mir bei WoT mir auch für jeden Panzer fast, also hier Zubehör gekauft, weil die heute um 50% gesunken sind. Ich glaube bei fast jeden Panzer. Ich glaube bei ein paar Panzer habe ich jetzt keinen Sinn gesehen, da irgendwas zu nehmen, weil es lohnt sich eigentlich alles gar nicht. Reparatur, Werkzeugkiste könnte ich vielleicht, aber Genauigkeit oder Zielerfassung. Zielerfassung ist eigentlich mein Panzer, das nehme ich jetzt auch. Die Sache ist halt, wenn ich es verkaufe, kriege ich vielleicht kein Geld. Und ich guck mal kurz, ob ich jetzt alles habe bei jedem Panzer. Kommt drauf an, bei jedem Panzer spielt man halt immer, wenn man beim kommen will. Zielerfassung hat keinen Sinn eigentlich. Würde Tarnung, würde das eigentlich einen Sinn machen? Ein bisschen vielleicht, aber naja, wenn ich jetzt erstmal nichts nehme, dann ich habe da keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ja, ansonsten habe ich überall jetzt was genommen, also ich habe überall jetzt, ja. Muss sagen, ich habe schon viele Panzer jetzt, so. Ah, beim Tiger habe ich nichts. Beim Tiger muss ich noch was nehmen, so. Nehme ich das, dann nehme ich das da hier. Es frisst jetzt sehr, sehr viel Geld und Reparatur. Aber das ist mir jetzt wert, denn es ist so billig jetzt. 50% gesunken. Egal, ich farm das mir jetzt. Die 3 Millionen, die farm ich dann mir dann schnell. Ich hatte ja 10,5 Millionen circa, also ich habe 2,8 Millionen jetzt ausgegeben für die ganzen Zubehörteile, obwohl die um die Hälfte gesunken sind. Also 50%, da habe ich trotzdem sehr, sehr viel jetzt gezahlt. Genau, also
Das war's jetzt, das haben wir alles gekauft, du. Ja. Wir machen dann auch, ich würde jetzt dann auch eigentlich dann jeden zweiten Tag mache ich dann, würde ich jetzt Stream machen. Also heißt, wir fangen am Montag an, jeden zweiten Tag Streams zu machen. Also heißt jetzt wirklich jeden zweiten Tag, das ist jetzt mein Ziel, wirklich jeden zweiten Tag durchzuziehen. Ja, so ab circa 19 Uhr oder 20 Uhr fangen die Streams immer bei mir dann an, weil wegen der Arbeit und so ist es am besten. Außer ich muss irgendwo außerhalb fahren, da kann ich natürlich keine Streams machen. Aber ansonsten mache ich dann jeden zweiten Tag. Also fängt sagen wir Montag kommt ein Stream, dann kommt Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und dann fängt der nächste Stream dann Dienstag an, dann Donnerstag und Samstag. Und dann wieder Montag, genau. Also jede zweite Woche wird es immer gleich sein. Und genau. WoT-Blitz-Stream mache ich separat immer Freitag. Also ist egal, ob ich das streamen würde oder nicht. Immer Freitag kommt ein WoT-Blitz-Stream. Auch so circa ab 19 Uhr, 20 Uhr. So 1 bis 3 Stunden streame ich dann WoT-Blitz. Ich denke mal, 1,5 Stunden sind gut. Da könnt ihr dann immer mit mir zusammen zocken bei WoT-Blitz. Auch bei WoT natürlich, wenn ihr Bock habt. Aber die meisten wollen mit mir immer WoT-Blitz zocken. Das machen wir dann immer ab 19 Uhr bis 20 Uhr circa fein. Das werde ich sowieso bei YouTube mehr oder weniger ankündigen. Das sieht ihr dann, da steht halt Raphael ist live in 2 Stunden sagen wir 20 Uhr steht da, und dann schreibe ich da WoT Blitz Stream. Genau. Die andere Sache ist halt, also ich mache jetzt WoT Blitz Videos und WoT Videos. Ich werde dann ab dem Moment, ich muss noch kurz gucken, welches Datum das wäre. Ab dem 23. Februar circa werde ich dann Sword Online Fatal Bullet Videos machen. Keine Streams, ich werde Videos, das ist so eine separate Let's Play-Reihe, die ich jetzt machen möchte, weil ich ein ganz großer Fan von Sword Art Online bin, auch von Games finde ich auch sehr gut. Ich habe mir sogar letztens wieder ein Game gekauft. Statt 50 Euro habe ich, glaube ich, nur 25 Euro gezahlt oder 30. Irgendwie so um den Dreh, also irgendwie 40% günstiger war das. Genau, wenn ihr das dann auch Let's Play, ich will irgendwas Separates machen, was, ja, genau. Aber da werde ich jetzt natürlich jetzt nicht alles Let's Playen, heißt, das wird es kein What to alles fertig machen, dies, ups. Ich werde einfach auch privat auch zocken, und wenn ich dann, ja, ich versuche einfach vielleicht dann jeden Tag ein Let's Play auszubringen, vielleicht sage ich euch Stand der Dinge, wie weit ich bin beim Game und. Das sind so meine Pläne. Genau. Ich hoffe, dass es dann so klappen wird. Ich werde das dann irgendwo in der Beschreibung dann hinschreiben. Schreibt dann einfach jeden zweiten Tag Livestream ab 19 bis 20 Uhr. Genau, an welchen Tagen WoT Blitz und WoT Videos kommen. Und das andere ist halt einfach jeden Tag. Genau. Das wollte ich damit sagen. Bei WoT verlose ich auch gerne Sachen. Leider hat einer die Sachen nicht abgeholt. Der Reface Paints hat zum Beispiel 1000 Gold nicht abgeholt und T25. Letztens wollte ich auch eine Verlosung machen, aber da waren zu wenige Leute da, und da mache ich da keine Verlosung, wenn da zu wenige Leute da sind. Wären so 4-5 Leute da, die WoT zocken, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir eine Verlosung, aber so macht es halt keinen Sinn. Machen dann wieder nächsten Monat eine Verlosung. Aber wir machen nächsten Monat dann 2 Verlosungen, also jede zweite Woche eine Verlosung. Ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo gefallen. Heute werde ich dann auch ab 18 Uhr streamen. Also gut in so 2 Stunden, wenn das Video, glaube ich, online kommt, streame ich dann WoT. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ah, dann noch eine Sache. Vielleicht hättet ihr auch Lust auf was ganz anderes, also auf andere Streams, zum Beispiel auf Xbox One X. Kann ich zum Beispiel, was kann ich denn streamen, was mir eigentlich gefällt, ist so Forza Motorsport 7 und Resident Evil 4. Das würde ich zum Beispiel streamen, und auf der Switch würde ich zum Beispiel gerne, was würde ich da streamen, zum Beispiel Xenoblade Chronicles 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, und Fate, Exterior, The Umbrella Star. Das sind dann die drei Spiele, die ich auf, oder sind es vier, ach, keine Ahnung, naja. Ja, und ich habe noch eine PS3, da könnte ich auch was streamen. Ich habe da zum Beispiel Mender Club Los Angeles. Das ist so das Spiel, was ich dann so streamen würde. Mal sehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo gefallen, und ja, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.